Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Oh mein Gott, draußen ist es mega am Stürmen, deswegen bin ich froh, dass ich hier mit euch bin. Ich habe heute für euch einen Galeria Kaufhof Haul. Also das sind Kleidung, dann habe ich diesen Lidschattenlook mit euch hier auch in diesem Video zusammen geschminkt. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, ich würde einfach mal sagen, dass ich vorher mal mit den Klamotten anfange, mit der Kleidung, Entschuldigung, und danach gehe ich dann zum Make-up über. Ja, also zuallererst habe ich mich hier bestellt von S. Oliver. Das ist so ein T-Shirt mit Fledermausärmeln und finde ich total schön. Ich mag dieses Petrol total gerne. Das ist eine schöne Farbe, die man auch gut tragen kann. Und ja, dieses Shirt gefällt mir richtig gut. Das ist eins der Lieblingsstücke von denen, die ich jetzt hier in dem Haul mit drin habe. Ja, ich blende dir mal ein bisschen was ein. Richtig schönes Shirt, mag ich mega gerne leiden und naja, es war halt Sale und dann war auch noch das Thema, dass man, wenn man Payback-Kunde war, auch noch Rabatte irgendwie bekommen hat. Das heißt, auf den ganzen Einkauf habe ich dann auch nochmal einen fetten Rabatt gekriegt. Also mega cool. Das nächste Schmuckstück, was ich hier habe, ist ein Shirt und das ist so ein Punkte-Shirt. Ja, man sieht so ein bisschen, dass ich Punkte mag, ne? Ja, das hat aber so ganz bunte Punkte, ist in so einem bräunlichen, das ist braun, genau. Und dann hat das so pinke und rosa Punkte drauf und ich finde das total niedlich. Und hat dann hier an den Ärmchen, an den Armen noch so einen Knopf und hier wäre theoretisch so ein Loch für einen Daumen oder einfach so dekorativ, sage ich mal. Was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, ist, dass du halt hier so ein richtiges Bündchen hast. Das ist jetzt nicht so ganz meins. Aber ansonsten mag ich es gerne leiden. Schaut es euch gerne mal an. Auf jeden Fall mal eine schöne Sache, die man tragen kann, einfach so ganz bequem und entspannt, wenn man einfach mal ein Langarm-Shirt anziehen will. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde es voll schön. Als nächstes habe ich für dich ein T-Shirt und zwar ist das hier so ein dunkelblau-lilanes fast schon und dann sind da so Blumen drauf. Ich mag diese floralen Muster extrem gerne. Ich finde es einfach wunderschön und ja, es ist bequem, es fühlt sich schön auf der Haut an, aber schaut selbst. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich mag auch manchmal dann doch lieber eher dunkle Sachen, weil sonst siehst du zu schnell so diese CDs und so weiter. Und bin ich nicht so Fan von, da immer drauf achten zu müssen. Deswegen habe ich dann lieber auch mal ein bisschen dunklere Kleidung. Ja, ne? Gefällt mir. Das nächste Shirt ist eher so ein ja, Chili-Milli-Shirt, würde ich mal so sagen. Also das würde ich jetzt eher weniger im Büro anziehen. Vielleicht mit einer Bluse drunter oder so. Aber es ist hauptsächlich etwas, was ich so zu Hause tragen würde, wenn ich auf der Couch chille oder, keine Ahnung, zum Gammeln halt, ne? Auch solche Kleidung braucht man, finde ich. Und ja, das hier ist das Oberteil. Das ist in so einem Altrosa. Aber der Stoff ist so angenehm weich. Dann hast du hier dieses verwaschene oder ich weiß nicht, wie man das nennt.
Ist das Crop-Look oder sowas? Nein, Crop-Top ist ein kurzes Top. Nein, aber halt dieses, ja, Verwaschene halt, dass du hier diese weißen Applikationen hast oder hier unten hatte ich auch irgendwo was gesehen, genau hier. Das ist sieht so ein bisschen aus wie gebartigt, aber ich finde es ganz gemütlich einfach. Die Farbe schmeichelt jetzt nicht unbedingt meinem Hautton, aber ich finde, das Top ist einfach ein gemütliches Top-Shirt. Wie auch immer. Und ja, hat hier so hübsche Knöpfe. Moment. So, hat hier so hübsche Knöpfe vorne. Das finde ich auch ganz niedlich. Ja, und jetzt blende ich dir mal Bilder ein. Ja, ne? Also ist jetzt nicht unbedingt das Schönste vom Schönsten, es ist halt einfach so ein Basic-Teil. Aber es ist total geil vom Stoff her. Also das ist so weich. Oh, das gefällt mir. So, jetzt habe ich etwas Schickeres. Also die letzten beiden Kleidungsstücke sind etwas schicker. Und zwar habe ich hier zum einen dieses T-Shirt. Das hat so Puffärmelchen und ist auch relativ durchsichtig. Also da kannst du dann auch schön irgendwie was drunter ziehen, was man dann auch sehen soll. Ja, halt so Puffärmelchen und vom Stoff her ist es so blusenartig, ne? Diese Riffelblusen, wie auch immer. Mag ich mega gerne. Dann hast du hier hinten einen Knopf. Ich weiß gar nicht, es ist eher, glaube ich, dekorativ, weil der Ausschnitt ist groß genug, damit meine Birne durchpasst. Ja. Ist sehr luftig und sehr weit geschnitten, was ich auch mal sehr angenehm finde. Wenn du jetzt mal eine engere Hose oder sowas anhast, dann kannst du gerne oben mal ein bisschen was weiteres haben, was dann gerade so im Sommer ein bisschen entspannter fällt und ja, einfach bequemer ist. Aber schau selbst. Relativ durchsichtig, aber wenn du da halt einen schönen Spitzentop oder sowas drunter ziehst, ich habe da jetzt einfach mein basic schwarzes Top drunter gehabt, aber wenn du ein schönes schwarzes Spitzentop oder ein rotes Spitzentop drunter ziehst, ist es, glaube ich, ganz nice. Das ist ganz hübsch für den Sommer oder Frühling. So, als letztes habe ich etwas ganz Schickes hier und zwar ist das so ein Rock. Der ist ein bisschen dicker. Also du siehst es hier auch von der Oberfläche her, dass der auf jeden Fall eine unebene Oberfläche hat, ein bisschen rauer oder halt wärmer, ne? Und ja, hier ist der Stoff von innen. Das ist auch ein bisschen flauschig, aber nur ein ganz kleines bisschen. Also nicht zu extrem. Das ist halt so ein Rock, den kannst du super über einer Strumpfhose tragen oder über einer Leggings und dann im Büro tragen, weil der halt auch echt knielang ist bei mir. Und ich bin 1,73 Meter. Da ist es gar nicht so leicht, immer diese knielangen Sachen zu finden. Und ich fand das auch hier von den Streifen sehr schön, von diesen eingenähten oder abgesetzten Nähten, sage ich mal. Das macht das Ganze alles etwas leichter und ja, schaut euch das mal selber an. Ja, also er gefällt mir richtig gut und dass er knielang ist, ist einfach für mich das absolute Nonplusultra. Schönes Teil und ein schönes Blau und er gefällt mir. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Teil, was ich auch gerade auf den Augen drauf habe. Von Too Faced, die Sweet Peach Palette. Oh, Baby. Diese Palette hat mich sehr glücklich gemacht und ja, ich spiele euch jetzt mal ein, wie ich diesen Look damit geschminkt habe.
Also du hast hier wirklich wunderschöne Töne mit dabei und es ist eher so ins Erdige, aber du hast halt auch richtig lila Töne dabei, den ich jetzt ja auch auf dem Auge trage und grüne Töne. Und ich finde, dass diese Palette perfekt zu meinen Augen passt. Ich habe grün-braune Augen und die Komplementärfarbe zu grün ist nun mal lila. Und dieses Grün, was hier in der Palette mit drin ist, das entspricht voll meinem Grün in den Augen. Es ist ein bisschen dunkler bei mir, aber es passt einfach so gut und deswegen ist diese Palette eigentlich perfekt für mich. Und ich habe keine Ahnung, warum ich sie nicht schon längst geholt habe. Wahrscheinlich wegen dem Preis, aber jetzt war sie ja günstiger. Und sie riecht so angenehm nach Pfirsich. Ach, die ist so schön. Ich zeige euch nochmal die Palette. Eben habt ihr das ja alles ein bisschen so im Schnelldurchlauf gesehen. Und jetzt sind wir mal ein bisschen entspannter. Hier seht ihr dann die Palette und das ist eine schöne Metalloberfläche. Hier die ganzen Pfirsiche drauf und oh, es ist so, oh, so uneben hier, ne? Das kannst du so. Es fühlt sich einfach schön an. Ja. Hier hinten ist dann noch ein lachender Pfirsich drauf. Ach, ich finde sowas toll. Und die ist einfach wunderschön. Die ist so, so schön. Die Farben sind einfach geil. Die lassen sich super schön auftragen und verblenden. Und ich meine, ne, ihr habt es ja eben gesehen, es ist einfach so leicht damit zu arbeiten. Es ist einfach im Handumdrehen hast du so einen Look und das ist so einfach und es macht so viel Spaß und es ist, ach. Toll. Und dann hast du ein paar matte Töne, ein paar schimmernde Töne, ein paar lichtreflektierende Töne, so wie das Candied Peach, was ich ja auch drauf gemacht habe. Es ist so schön. Also mir gefällt diese Palette unfassbar gut und ich liebe sie. Und sie riecht gut. Und ja. Und jetzt habe ich sie und werde sie mit in mein Bett nehmen und mit ihr schmusen. Und sie wird mich lange Jahre hoffentlich glücklich machen und mir mein Leben erleichtern und verschönern. Und ach, ich stehe drauf. So, und dann war etwas mit dabei, was ich ganz interessant fand. Und zwar von Miro Magic Femme, ein Perfume Bath and Shower Gel. Das war wohl bei der Lidschattenpalette gerade dabei. Das hatte ich gar nicht so gesehen. Also ich hatte nur das gesehen, dass die rabattiert war, aber nicht, dass da noch was mit dabei ist. Ja, das finde ich ganz cool. Riecht sehr schön. Also parfümiert, weil es halt ein, ja, zu dem Miro Magic Femme ist, das Duschgel. Aber halt auch so ein bisschen blumig. Also ich finde, es riecht sehr, sehr schön. Und mir gefällt die Verpackung. Und ja. Freue ich mich, dass es gratis mit dabei war, ne? Willst du dich nicht beschweren über sowas? Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!